Er muss uns doch jetzt bestimmt helfen. Ah, Yams. Bis vor ein paar Wochen hatte ich Yams noch nie probiert. Jetzt bekomme ich nicht genug davon. Ich bin beginnender Yams-Genießer. Ich mag, dass wie menschlich er doch manchmal auch ist, obwohl er quasi ein abgerichteter Mörder ist. Gewürfelter, gedünsteter Yams. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Yams-Wurzel zuzubereiten. Sie ist wahrlich die Königin der Lebensmittel. Können wir den Käse auch mitnehmen? Der sieht voll gut aus. Das sind die Reste einer Fleisch- und Käseplatte. Geil. Ich habe hier schon gegessen. Das Essen ist gut. Und ich hätte nichts übrig gelassen. Dass die Ratten hier nicht längst hochgeklettert sind. Ich meine, was hält sie auf? Ratten klettern doch sonst überall hoch. Nom, 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 nom. Oh, ich krieg Bock auf Essen. Noch mehr. Wie viel Käse können wir uns denn nehmen? Aber es ist immer nur das eine. Okay. Schade. Okay. Gucken, was passiert. Wie kann man Yams nicht wollen? Für euch Ungeziefer gibt es wirklich keine Hoffnung auf Erlösung. Den Käse. Okay, wahrscheinlich muss ich sie dann gleich fangen und... Sie werden nicht nah herankommen, solange ich hier stehe. Weil ich das nicht hinbekomme? Genau, die sind nämlich viel zu schnell. Müssen wir... Ihr seid im Rattenfang nicht besonders gut, was? Was meinst du? Ey, jo, hilf mir. Wann kämpft ihr denn mal? Ich habe schon seit Wochen keine Kämpfe mehr gesehen. Ey, dem seine ganze, sein Wohnort ist abgebrannt und alle, die er kannte. Wie kann der noch kämpfen wollen? Ich dachte, das Rebellenleben wäre aufregender als das hier. Ich meine, Ratten, ehrlich? Okay, ich muss es jetzt nochmal versuchen. Kann ich das kombinieren? Nee. Und dann spricht er mich wahrscheinlich nochmal darauf an, dass ich das nicht gut hinbekomme. So knapp. Naja, nicht wirklich. Ihr braucht viel zu lange dafür. Mir wird langweilig. Hilf mir. Die Magischen wüssten eure harte Arbeit sicher zu würdigen, so wie ihr hier den Ratten hinterherlauft. Ich tue es jedenfalls. Danke. Die Magischen wüssten eure harte Arbeit sicher zu würdigen, so wie ihr hier den Ratten hinterherlauft. Ich tue es jedenfalls. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns gleich hilft, weil wir haben keine Möglichkeit, das hier gerade irgendwie zu schaffen. Das wird Ratten anlocken. Das macht mehr Spaß, als Asadi-Wachen mit Kieselsteinen zu bewerfen. Beim Schatten. Kann er uns jetzt helfen? Ich dachte, das Rebellenleben wäre aufregender als das hier. Ich meine, Ratten, ehrlich? Ihr braucht viel zu lange dafür. Oh. Mir wird langweilig. Kann er mir nicht irgendwie helfen, Mensch? Muss ich ihm das Käsestück vielleicht geben? Von wegen hier, mach selber. Ah, ich kann ihn von dieser Seite nicht ansprechen. Mann. Spiel. Ah, okay, ich kann ihm den Käse überhaupt nicht geben. Kann ich ihm die Yams geben? Nein. Die Ratten kann ich so auch nicht fangen, ne? Ach, sie sind zu flink. Ihr seid im Rattenfang nicht besonders gut, was? Sie werden nicht nah herankommen, solange ich hier stehe. So knapp. Naja, nicht wirklich. Wann kämpft ihr denn mal? Ist es dein Scheiß Ernst? Ich habe keine Kämpfe mehr gesehen. Hilf mir halt. Mal ehrlich. Auf dem Tisch steht noch ein wenig Essen herum. Wann kämpft ihr denn mal?
Ich habe schon seit Wochen keine Kämpfe mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Bodenkrabbler. Schmutzige Nagetiere. Also vor allen Dingen, Bib wiederholt sich ja jetzt wieder auch. Irgendwie bringt das nichts. Das erinnert mich an die Geschichte des taheranischen Rattenfängers. Er konnte Ratten nicht mit bloßen Händen fangen. Leider weiß ich nicht mehr, wie die Geschichte ausging. Vermutlich nicht allzu gut. Ha! Das macht mehr Spaß, als Asadi Wachen mit Kieselsteinen zu bewerfen. Da die bisher jetzt immer was anderes gesagt haben, mache ich das mal gerade weiter ohne den Käse? Nein. Ich muss die Sache mit Köpfchen angehen. Ihr seid im Rattenfang nicht besonders gut, was? Ich geb dem gleich eine Schelle, Alter. Kann ich das damit verbinden? Oder damit? Oder... Gerade überlegt, ob ich hier irgendwo dieses offene Rohr finde und einfach den Käse da reinlege. Aber hier ist kein offenes Rohr. Also vor allem müsste das halt hier rechts sein, laut Karte. Und da kommen die Ratten wahrscheinlich auch gar nicht erst dran. Also würden sie theoretisch wahrscheinlich schon, aber nicht in diesem Spiel. Was übersehe ich denn? Außer, dass der Kacknips mir nicht helfen will. Ich kann das auch nicht irgendwo anders hinlegen. Ich muss das da hinlegen. Ich kann gleich probieren, ob ich irgendwie den Käse zu den Soldaten schmeißen kann oder sowas. Nee. So knapp! Naja, nicht wirklich. Ich geb dir gleich nicht wirklich. Hast du inzwischen irgendwas zu sagen? Ich dachte, das Rebellenleben wäre aufregender als das hier. Ich meine, Ratten, ehrlich? Können wir den Käse schmelzen? Nein. Und die Yams müssen ja auch irgendeinen Sinn haben. Also, ne? Ist irgendwie komisch, dass die hier nur so rumliegen. Können wir das dahin tun? Und das? Was stimmt mit euch nicht? Das ist Yams, ihr Monster. Yams. Ha! Das macht mehr Spaß, ja, als Asadi Wachen mit Kieselsteinen zu bewerfen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Können wir vielleicht erst den Käse dahin legen und dann das Rohr? Oder direkt das Rohr? Nee. Sie werden nicht nah herankommen, solange ich hier stehe. Jetzt die Yams? Oh, ich hab den Käse noch. Hä? Komisch. Ich habe halt auch keine Option, wenn die Ratte den Käse mümmelt und wegnimmt. Ich habe keine Option, da irgendwie zu reagieren. Ihr seid im Rattenfang nicht besonders gut, was? Dieses Spiel macht mich fertig. Fertig. Ich gucke mich gerade noch mal ein bisschen um. Es ist überraschend ruhig hier draußen. Gewöhnlich sind die Tische bis spätabends voll. Aber es ist kühl und feucht. Wahrscheinlich sind sie alle drinnen und zechen. Oh, ich hätte jetzt total Bock auf so einen gemütlichen Abend. Draußen ist es leicht kühl. Irgendwo knistert vielleicht ein Feuerchen. Ein Bier dazu. Das wäre jetzt schön. Ich vermisse dieses Jahr die Mittelaltermärkte wirklich sehr. Ich tue den Käse jetzt mal hier rein, aber der wird ja sofort weggeblasen. Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Kann ich da auch nicht reintun. Das kann ich da wahrscheinlich auch nicht reintun.
gehe jetzt nochmal zu den Soldaten und gucke, ob ich denen den Käse irgendwie zuschmeißen kann, sodass die Ratten alle in so einer Horde hinterherrennen. Kann ich mir hinterher? Nee. I don't get it. So, Typis. Ich hab den Käse. Nee, will er nicht. Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ich würde ja gern weitergehen. Ich kann die auch gar nicht anwählen. Nee. Nach dem Kriegsrecht ist es mir erlaubt, mein Schwert gegen euch einzusetzen. Nur, dass ihr es wisst. Warum tut mir das Spiel das immer wieder an? Es ist so, man kriegt halt auch keine Tipps. Also gut, das mit den Ratten waren ein ziemlich eindeutiger Tipp. Also zwei sehr eindeutige Tipps. Aber jetzt, das bringt einem halt gar nichts, dass der Junge einen ständig auslacht und... Da kam gerade eine Ratte hergeflitzt. Warum? Nee, ich kann hier nichts machen. Nie hört er auf mich. Hier im Freien riskiert er sein Leben. Aber was kann ich schon machen? In seinem Alter war ich genauso. Ihr braucht viel zu lange dafür. Mir wird langweilig. Die Magischen wüssten eure harte Arbeit sicher zu würdigen, so wie ihr hier den Ratten hinterher... Ja, okay. Ich habe nachgeguckt. Und natürlich geht das nicht, wenn wir ein gebogenes Rohrstück auf den Boden legen. Nein, das ist ja voll unlogisch. Wir brauchen ein gerades Rohrstück. Boah, ey, dieses Spiel, ne? Das macht mich fertig. Also... Wieso legt er den Käse jetzt nicht in das Rohr? Ach du Vollspaten. So knapp. Naja, nicht wirklich. Fresse, Junge. Nein, nicht das. Niemand will Jams. Ah. Jetzt ein Stück Käse. Und jetzt legst du das bitte in das Rohr. Ist das in das Rohr? Es ist vor dem Rohr. Ihr habt sie! Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr das schafft. Ich bin beeindruckt. Tja, das hat Spaß gemacht. Was kommt als nächstes? Als nächstes gehst du nach Hause und hörst auf, mich abzulenken. Sonst erzähle ich den anderen Straßenkindern, dass du Flöhe hast. Ich hab kein Zuhause, das wisst ihr doch. Ich schlafe im Keller des Rooster in Kitten. Gut, das ist der sicherste Ort hier. Also... Geh zurück in deinen Keller und zieh den Kopf ein. Wenn ich dich heute Nacht nochmal sehe. Flöhe, hab's kapiert. Ich bin sowieso müde. Deswegen gehe ich jetzt zurück und nicht, weil ihr mir das sagt. Und bewirf Assar die Soldaten nicht mit Kieselstein. Wieso hat die Ratte jetzt den Käse nicht auch mitgenommen? Wieso war jetzt das Rohr dafür nötig, dass sie den Käse da frisst, wo er ist? Kann ich sie jetzt wieder mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Alter. Es ist so unlogisch manchmal. Und dann will man einfach nur wissen, wie die Story weitergeht. Und dann hauen die einem da solche Dinger rein. Mann. Entschuldigung. Es tut mir leid, Ratte. Oh, oh Gott. Was war das für ein Geräusch? Klang irgendwie matschig. So als wäre...
Du machst wohl Witze. Nicht schon wieder. Diese schattenverdammten Bodenkrabbler. Vermute, das Saubermachen bleibt wohl an uns hängen. Der verdammte Techniker da drin wird's jedenfalls nicht machen. Also ja, wir haben's wieder am Hals. Beim Licht. Naja, dann lass uns anfangen. Was du heute kannst besorgen. Es tut mir schon so ein bisschen leid um die Ratte. Das klang richtig brutal. Auch wie die überall gegengeknallt ist. No. Ja, Miss Ratti. Es war für ein höheres Wohl oder so ähnlich. So, wir können weitermachen. Finally. Juhu. Krass, ich dachte gerade, wir wären jetzt wieder in Stark bei Zoe. Interessant. Weitere Metallröhren, die hinunter zu den komischen Tischen führen. Da unten ist jemand. Ich renne hier einfach erstmal ganz blauäugig und unvorsichtig durch die Gegend. Die Zahlen flimmern. Es sieht wie Zauberei aus, aber ich bin sicher, das ist Wissenschaft. Ich finde es irgendwie super interessant, dass halt in einer Welt, in der eigentlich die Wissenschaft oder von der die Wissenschaft eigentlich verbannt wurde, die Wissenschaft zurückkehrt, dadurch, dass die Menschen sich halt auch weiterentwickeln oder die Wesen sich weiterentwickeln. Das finde ich eigentlich super interessant. Also im Grunde hat damit ja die Trennung beider Welten so ziemlich gar nichts gebracht, oder? Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich einen dieser Knöpfe drücke. Och, einfach mal machen. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich einen dieser Knöpfe drücke. Oh, das wirkt unheilvoll. Okay. Weitere dieser seltsamen Metallkugeln. Hier machen sie irgendwas damit. Das sieht voll cool aus. Verändern sie. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich einen dieser Knöpfe drücke. Oh, das wirkt unheilvoll. Ich würde so gerne speichern, was er automatisch macht, aber das Gefühl des Speicherns ist einfach ein sehr schönes... Das auf dieser Tafel ist Mathematik. Ja, wenn du das sagst. Hallo. Oh, ihr dürftet nicht hier sein. Das ist ein Ort nur für Techniker. Ich bin Techniker. Bitte geht, oder ich bin gezwungen, die Wachen zu rufen. Ich habe eine kräftige Stimme, wenn ich Angst... Ein Laut, und ihr steht auf den Hängen des ersten Berges, wo ihr in die Wolken ruft. Bei der Göttin. Kein Problem. Ich werde so still sein wie ein... Ihr seid aus Asadir. Ich habe euer Profil auf Stickereien gesehen. Eine Nase vergesse ich nie. Ihr seid der Apostel. Apostel Alvane, ihr seid berühmt. Vielleicht war ich das mal. Jetzt bin ich einfach Kian. Ihr seid dran. Ich bin dran... Was? Euer Name. Wer seid ihr? Thurdos, leitender Techniker. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was macht ihr? Wisst ihr das nicht? Ich dachte, ihr müsstet es wissen, aus der Zeit, als ihr... Ich leite die Gruppe zur Kodierung der Kugeln, die den Apparat am Ticken halten. Welchen Apparat? Den Apparat, der... Ihr wisst schon, den Apparat. Es gibt nur einen Apparat. Denjenigen, der die gesamte Stadt umspannt. An ihn sind die ganzen Rohre angeschlossen. Haben sie euch gar nichts gesagt, als... Ja, ihr wisst schon, bevor ihr zum Verräter wurdet. Nehmt an, dass ich gar nichts weiß. Wozu dient dieser Apparat? Der Apparat rechnet. Deswegen bezeichnen sie ihn auch als Rechenapparat. Große Zahlen, komplexe Gleichungen. Meine Arbeitsgruppe, wir geben dem Apparat Anweisungen, wie und was er berechnen soll. Das nennt man Kodierung. Davon habe ich rein gar nichts verstanden. Ihr
Ihr dürft nicht hier sein. Ihr seid flüchtig. Und das ist ein Sperrbereich. Ich meine, das sind schon zwei Punkte, warum ihr nicht hier sein solltet. Wahrscheinlich würden mir noch mehr einfallen, wenn ihr sie hören wollt. Ich habe ein Schwert und ich bin größer als ihr. Zugegeben, das sind zwei Punkte, die zu euren Gunsten zählen. Also, was macht dieser Rechenapparat? Was ist sein Zweck? Ich darf wirklich nicht darüber... Ach ja, größer und ein Schwert. Wie ich bereits sagte, er rechnet. Ich meine, er macht mehr als das, aber dazu wurde er gebaut, seine Kernfunktion. Er addiert, subtrahiert, multipliziert Zahlen, große Zahlen. Und er macht Dinge mit diesen Zahlen, wie... Habt ihr euch je die Sterne am Nachthimmel angesehen? Ich bin nicht bloß ein Mann mit einem Schwert. Natürlich. Und habt ihr gesehen, wie sich die Sterne über den Himmel bewegen? Mit einem Rechenapparat können wir die Sternbahn verfolgen und voraussagen, wo sich die Sterne in einem Jahr befinden oder in einem Jahrhundert oder wo sie vor einem Jahrhundert waren. Warum verfolgt ihr Sternbahnen? Oh, das tun wir nicht. Ich meine, das ist nur ein Beispiel. Wir verfolgen nicht wirklich Sternbahnen. Ich meine, sicher, das könnten wir, aber wir verfolgen Träume. Träume? Träume sind sehr komplex. Deswegen brauchen wir einen großen Apparat mit vielen tickenden Teilen für komplexe Berechnungen und Vorhersagen. Gut. Zu diesem Satz, dass ich nicht bloß ein Mann mit einem Schwert bin. Nehmt an, ich sei einer. Und fangt nochmal von vorne an. Ja. Na schön. Also diese Rohre, die ganze Stadt durchziehen, sie sind so etwas wie Sprechrohre, die 100 gelehrte Leute verbinden. Jeder mit einem eigenen Spezialgebiet. Es ist also sowas wie eine Universität. Ich schätze schon. Ja, das ist ein guter Vergleich. Eine ganze Stadt voller Schlauköpfe. Die Kugeln überbringen Botschaften zwischen den verschiedenen Gelehrten und zwischen ihnen und uns. Wir schreiben Botschaften und deuten die Botschaften, die wir im Gegenzug erhalten. Wir sagen den einzelnen Schlauköpfen, worüber sie nachdenken sollen. Dann tun sie das und erstatten uns Bericht. Das ermöglicht es uns, immer komplexere Botschaften zu schreiben, bis wir schließlich den Code haben, den wir brauchen. Die ultimative Botschaft. Und diese schicken wir an den Turm. Weshalb? Weil sich dort der größte Schlaukopf von allen befindet. Es ist der Knotenpunkt des Rohrnetzes, der Kern des Apparats, sein Herz, der Nukleus des Meta. Naja, ihr versteht schon. Fakt ist, das ist die fortschrittlichste wissenschaftliche Aufgabe, die jemals von irgendwem in Angriff genommen wurde. Und wir arbeiten daran. Ihr solltet stolz sein. Warum tut ihr das? Nun, ich... Ich weiß nicht recht. Weil wir es können? Weil es sonst niemand kann? Weil der Prophet es uns gesagt und uns die Werkzeuge dafür gegeben hat? Ihr wisst also nicht, wozu das Ganze dient. Ich schreibe die Anweisung. Ich bin der Mann in der Mitte. Jemand sagt mir, was er braucht, und ich sage dem Apparat, wie er die Antwort berechnet. Das ist meine Arbeit. Wer weiß, wozu der Apparat dient? Die 6 wahrscheinlich? Der Prophet ganz bestimmt. Die Abgesandte Sahia nehme ich an. Das liegt oberhalb meiner Gehaltsklasse. Oberhalb eurer... Ich wurde angestellt, damit ich Anweisungen für den Apparat schreibe und die Kugeln berechne, nicht damit ich Fragen stelle. Und auch nicht, damit ich eure beantworte mir. Ihr solltet wirklich gehen, bevor jemand kommt. Wir wären beide in furchtbaren Schwierigkeiten. Gewöhnlich sehen sie ständig nach mir. Ich frage mich, warum sie noch nicht... Ich verstehe es immer noch nicht. Warum wurde all das hier gebaut, in Makuria? Warum nicht in Sadir? Wegen des Turms und dem, was darunter ist. Riesige Strudel der Meta-Energien. Meta? Ihr meint Magie? 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 Natürlich nicht Magie. Der Apparat ist das Gegenteil von Magie. Er ist der Gipfelpunkt all dessen, was Asadi in den letzten 100 Jahren angestrebt hat. Ein Ende von Chaos und Ungewissheit. Ein Ende von Aberglaube und Unvernunft. Ein Ende der Magie. Wenn der Apparat voll funktionstüchtig und die Programmierung abgeschlossen ist, brauchen wir weder Zauber noch Hexerei. Wir können alles erreichen, was wir wollen, mit Hilfe der Wissenschaft. Die Realität neu formen, die Gesetze des Kosmos umschreiben, Tod und Krankheit beseitigen, Armut und Krieg. Wissenschaftler werden die Welt führen, um die Menschheit besser zu machen. Was haben Träume damit zu tun? Der Apparat wird von den Bausteinen der Realität gespeist. Ideen,
Geschichten, Träumen. Magie ist den System äußerst abträglich. Wisst ihr, Zauberei verursacht Chaos, bringt Ungewissheiten und Trugschlüsse in unsere Berechnung ein. Werden die Magischen also deswegen... umgesiedelt? Sie dürfen nicht in der Nähe sein, während der Apparat rechnet. Aber sobald wir fertig sind... Ihr glaubt, es sei zu ihrem eigenen Schutz? Ja, ja natürlich. Ich meine, das wurde uns gesagt. Warum sollte man uns belügen? Es ist ganz einfach, der Apparat ist unvereinbar mit Magie und wir wollen nicht, dass irgendjemand verletzt wird. In Makuria ist kein Platz für Zauberei. Die Magischen sind in ihrer neuen Heimat besser aufgehoben. Sie werden in Gefangenenlager geschickt. Umerziehungslager, ja, das stimmt, aber es ist nur vorübergehend. Die erste Station. Anschließend werden sie in ihre neue Heimat gebracht, wo... Glaubt ihr das wirklich? Was soll mit der Umerziehung der Magischen erreicht werden? Sollen sie vergessen, dass sie Magische sind? Nein, Ferdows, das ist nicht die Wahrheit. Sie werden eingesperrt, getötet. Sie bekommen keine neue Heimat. Aber sie haben uns erzählt, sie haben gesagt, sie wären... Sie haben versprochen, sie wären in Sicherheit und glücklich und das Licht beschütze sie. Deswegen schicken sie also alle Magischen aus Makuria fort? Wegen des Apparats? Deswegen. Ich wusste das nicht. Es sind Kinder darunter. So ist es. Man hat uns belogen. Müsst ihr alle Magischen wegschaffen, bevor dieser Rechenapparat in Betrieb genommen wird? Er läuft bereits. Ich bin nicht... Solange die taumaturgische Interferenz unterhalb der zulässigen Schwelle für... Tut so, als wäre ich ein sehr kleines und möglicherweise sehr dummes Kind. Nein. Nein, Sie müssen nicht alle Magischen loswerden. Nur genug von Ihnen, damit unsere Berechnungen nicht gestört werden. Mit den Anweisungen für das Netz werden wir in ein paar Tagen fertig sein. Danach können Sie den Hebel betätigen, wann immer Sie wollen. Das ist der letzte Bestandteil des Apparats, der Turm. Er wird damit beginnen, sich aus den Träumen zu speisen und sie zu formen, die Welt zum Besseren zu verändern. Ja, Ich glaube, die offizielle Zeremonie soll in ein paar Tagen stattfinden. Die Abgesandte wird da sein, zusammen mit der Ersten und dem Propheten und bitte tötet mich nicht. Ich werde euch nicht töten. Aber was ihr hier tut, ist nicht der Wille der Göttin, Ferdows. Irgendetwas geht davor. Irgendjemand... Kian, ich hatte so ein Gefühl, dass du es bist. Mir? Hami, bei der Göttin, was macht ihr hier? Wo sind eure Leute? Direkt da draußen. Sie können in Sekunden hier sein. Ihr, Techniker, wie ist euer Name? Ich habe ihn bedroht. Er hat keinen Anteil an dem hier. Ferdows, ich bin Ferdows. Ihr habt gelogen. Wie bitte? Ihr habt versprochen, sie wären in Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Geht, Ferdows. Das hat nichts mit euch zu tun. Denkt einfach daran, was ich euch gesagt habe. Ihr tut hier nicht das Werk der Göttin. Die Altstadt war eine Ablenkung. Wenn man wollte, dass es ein harter Kampf wird, dass meine Leute sterben. Er wollte, dass ich nicht an die Untersuchung denke. Kommandant Wermann und die Abgesandte haben mich belogen, was deinen Tod angeht. Weswegen? Weil ich eine Gefahr für sie bin. Und das ist nicht das Einzige, bei dem sie euch belogen haben. Dieser Apparat... Du hast uns verraten. Du hast dich dem Feind angeschlossen. Um Sahia und Wemmen aufzuhalten. Nicht um gegen unser Volk zu kämpfen. Nicht um gegen euch zu kämpfen. Schwester Sahia ist die Abgesandte. Kommandant Wermann ist dein vorgesetzter Offizier. Sie sind dein Volk. Sie sind Verräter, Mia. Sie haben unser Volk hintergangen, unseren Glauben und... Du hättest zuerst zu mir kommen sollen, Apostel. Du hättest dich an mich wenden sollen. Stattdessen hast du mich beschämt. Du hast Mutter Utana beschämt, die Sechs, die Göttin, dein Volk. Als ich erfuhr, dass jemand beim Betreten dieses Hauses gesehen wurde, hatte ich so ein Gefühl, dass du es bist. Ich bin aus zwei Gründen allein hergekommen. Erstens aus Gefälligkeit der Mutter gegenüber. Es würde ihr erneut das Herz brechen, müsste sie hören, dass du in Unehre gestorben bist im Kampf gegen meine Wache. Und zweitens bist du der lebende Beweis dafür, dass Wermann mich belogen hat.
Ich darf Vermin mein Blatt nicht zeigen. Aber ich kann dich auch nicht gehen lassen. Du ergibst dich mir jetzt kampflos und wirst heute Nacht heimlich nach Sadir gebracht. Die Gerichte werden über dein Schicksal entscheiden. Vorerst, während ich diesen Schlamassel bereinige, wirst du unter falschem Namen eingesperrt. Niemand wird erfahren, dass du noch lebst. Wenn ich soweit bin, dem Kommandanten und der Abgesandten ihre Lügen nachzuweisen, offenbare ich, dass du in Wahrheit noch lebst. Und du wirst auf jedem Schritt des Weges kooperieren. Fragt Sahir und Wemme nach den Magischen, nach den Lagern, danach, was sie mit denen... Ihr habt gelogen. Ihr habt uns belogen. Ihr habt uns erzählt, ihnen würde nichts angetan. Sie seien in Sicherheit. Es waren Kinder darunter. Weg von mir, Dummkopf. Geht! Geht, Kien! Lasst sie dafür bezahlen! Lasst das! Weg von mir! Dafür werdet ihr enthauptet! Der Schatten verdamme euch, Mann! Verschwindet von hier! Los!